Hier spricht wieder Ustra und es geht weiter mit Tales of Monkey Island Kapitel 2. Ich muss gerade mal schauen, ob wir vielleicht die Beschwörungsartefakte in die Kanone stecken können. Okay. Also muss ich irgendwas da reinschmeißen, was hilft? Ne, Fischeier darf ich auch nicht benutzen. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mr. Winslow. Das ist ein Riesenproblem. Nein, nein, vielleicht hat er recht. Eventuell muss ich ihn dazu bringen, selbst sein Schiff zu versenken. Das ist der erste. Da schlafe ich doch ohnehin. Ja, ich weiß. So, Meermensch-Anführer, was hast du denn noch so? Was soll ich tun? Du musst einen Weg finden, wie du das Schiff versenken kannst. Wenn ich erstmal unter Wasser bin, werde ich entkommen können. Okay. Ich könnte die Kanone abfeuern, wenn er sie wieder ins Wasser lässt. Da schlafe ich doch ohnehin. Ja, das wissen wir. Verrate sie mir, oder ich schicke dich auf den Meeresgrund. Brechstange da rein füttern? Nein. McGillicuddy selbst. Wie heißen die rituellen Beschwörungsworte? Vielleicht dippt er die rein, wenn ich mit ihm rede. Wenn ich ihn weiter provoziere, geht's nur kaputt, oder? Auf der anderen Seite? Bist du immer so grün oder hat deine Mutter Abendessen gekocht? Halt deinen Mund, Haken, Junge! Verflixt und zugehend. Wahrscheinlich, ja. Sie, Sir, es macht mir nichts aus, den Mast immer wieder ersetzen zu müssen. Wirklich nicht. Aber ich hielt es für produktiver, wenn wir vermeiden könnten, den Mast zu brechen. Nur ein Gedanke, Sir. Ja, danke, Winslow. Hiermit notiert. Ich hol die Karte. Ja. Okay. Also es bringt nichts, ihn zu provozieren. Sehen wir. Er reist immer wieder und... Kurs auf die... Ja, Sir. Immer wieder. Auf den Mast zu schießen und das hilft uns nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was wir eventuell auch verschießen können auf die Type. Nur weiß ich nicht was. So. Wir haben nichts, womit wir ihn irgendwie locken oder zerhauen können. Der Tipp ist immer, wir sollen noch weiter Dinge plündern. Obwohl ich nicht wüsste, was. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihm nochmal irgendwelche geklauten und geklonten Artefakte geben kann. Ich denke mal, der wird den Braten riechen. Ha, ich muss nur noch mit Coupons bezahlen. Und ich muss wieder den reparieren. Zack. Mal eben ohne das ganze Geplänkel. Danke. Ich hoffe, dass ich heute nichts mehr brauche. Ich habe noch die Fischeier. Aber diesen Fisch da rausangeln, bringt mir das was? Ich sollte mich nach mehr Sachen zum Plündern umsehen. Ja. Arr, plündern. Ich weiß. Ich sollte ein Pirat sein, der auf Plündereien geht. Aber ich weiß noch nicht, wo meine liebste Elaine ist und der ganze Rest rumflimmert und schwumpelt. Ich bin so ein Rätsel-Noob, das ist unglaublich. Versuchen wir doch nochmal den Fisch zu greifen. Weil sonst wüsste ich hier nicht mehr, ob hier noch irgendwas ist. Na komm. Versuchen wir das nochmal. Hab ich dich. Schon wieder einer weg. Okay, aber da kommen Fische raus. Eventuell muss ich den anklicken. Aha. Ich glaube, ich brauche bessere Köder. Okay, jetzt brauche ich angeblich bessere Köder. Ich habe keine anderen Köder. Den Fisch kriege ich also nicht. Irgendetwas zu plündern gibt es hier wohl auch nicht mehr. Ich gucke hier nochmal, ob ich da irgendwas kriegen kann. Au, sogar die Schalter sind jetzt zu heiß, um sie zu berühren. Okay, den Eimer selbst habe ich auch weggetan. Okay, hier hört sich noch so an, als ob LeChuck mich jemanden kloppen würde. Tut er aber nicht mehr. Ich bin echt überfragt.
Da ist der Grill, da geht's wieder nach oben. Eventuell muss ich nochmal auf diese kleinen Insel, auf diese Isle of View und wie die alle heißen. Mit den Baumstämmen kann ich ja wohl auch nichts mehr machen. Nochmal nach dem Dekava gehen. Ich weiß einfach nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nur noch nicht was. Er sagt, ich muss mehr Sachen zum Plündern finden. Aber ich habe die ganze fucking Tasche voll mit irgendwelchen Zeug. So. Außerdem haben wir ja die gute Frau noch nicht gesehen. Wir haben jetzt die Fischwitze, da waren ja nur Dings drin. Nee. Da waren ja nur die Coupons drin. Ich denke mal, deswegen wollte er, dass ich dieses Buch ausleihe. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen aber von Insel zu Insel schippern. Weil mir hier nichts mehr einfällt, was man in irgendeiner Weise kapern oder plündern kann. Im königlichen Gemach. Ich gehe nur mal hoch. Man weiß ja nie. Da haben wir jetzt nur die Schaltungen gefunden. Blinde Statuette. Dann gucken wir nochmal eben. Gerechtigkeit ist blind. Nun, wenigstens jetzt. Und sie riecht etwas nach Fisch. Die Gerechtigkeit oder die Statue? Nochmal eben schauen. Eventuell gibt es hier irgendwas, was ich benutzen kann. So. Gut, dass du wieder runtergehst. Dankeschön, Guybrush. Dann gibt es da oben wohl nichts mehr, wie ich vermute, aus seiner Reaktion. Ich sollte mich nach mehr Sachen zum Plündern umsehen. Ich weiß. Du willst deinen Piratendienst frönen. Ich aber nicht. Segel. So. Zack, erstmal durch sein Schiff schippern. Mir gefällt dieser Ort. Er ist entspannend. Hey, sieh mal da, eine Palme. Yay, eine Palme. Da ist nichts mehr. Eventuell brauche ich irgendwas. Was ich dann eventuell benutzen kann. Hi. Wir versuchen nochmal auf die Boulder Beach. Irgendwo muss doch diese komische... Es ist nur ein Felsen. Ja. Irgendwo war noch diese komische Kaktus und diese Gummibaumpflanze. Eventuell kann ich damit irgendwas anrichten. Wohin? Nee, diesen Ort meide. Okay. Weiter zu Brillig. Also nach Brillig Island. Hier unten gibt es noch irgendwie mehr Menschen, keine Ahnung. Du! Ah, hi. Ah, nicht mich so erschrecken. Nicht schon längst von McGillicuddy gegrillt werden sollen? Wenn McGillicuddy dahinter kommt, dass du an uns vorbei durch die Blockade gekommen bist, wird er unsere Köpfe am Spieß sehen wollen. Da wir ja eh tot sind, können wir das goldene Artefakt auch ausgraben und abhauen. Aber natürlich können wir das verdammte Ding jetzt nicht finden. Ich weiß, dass wir es irgendwo hier auf der Insel zurückgelassen haben. Es muss doch irgendwo sein. Okay. Hey. Langer Spaziergang am Strand? Gut. Aber bleib in Sichtweite und denk nicht einmal daran zu graben. Dieser Schatz gehört uns. Okay, wenigstens habe ich diese Pappen wieder gefunden. Natürlich, ich würde mich nie zwischen einen Piraten und seinen Schatz stellen. Eben. So, kann ich jetzt hier rumlaufen? Alles klar, ich weiß ja, wo die... Einer der Knüppel der Natur. Ich weiß ja. Ich muss ja bitten. Wir versuchen hier ein bisschen zu piraterieren. Okay, Entschuldigung. Wichser. Hey! Schleiche bloß nicht rum und suche unseren Schatz. Nein. Ich könnte... Weiß ich nicht, was ich könnte. Den ausgraben? Also, das wird nicht klappen. Was machst du da drüben? Okay. Ich versuche gerade was. Ich versuche hier gerade nur was. Macht euch keine Sorgen. Okay, ich könnte hier versuchen. Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen. Da müsste ich womöglich jahrelang von einer Insel... Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, was sie zu sagen haben. Ich muss hier... Hau ab! Jetzt kommt schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Besonders nach all der Hilfe, die ich euch zuvor zuteil werden ließ.
Na, könnt ihr den Schatz finden, ne? Na, könnt ihr den Schatz nicht finden, ne? Ich weiß, dass er hier ist. Es ist er. Nur, naja, wir haben ihn so oft ein- und wieder ausgegraben. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wo genau das war. Hört sich an, als hätte jemand entschlussfreudiger sein sollen. Vielleicht kann ich da helfen. Ich glaube, da bei dem Baum sehe ich einen Teil der Truhe. Okay. Ich glaube, da bei dem Baum sehe ich einen Teil der Truhe. Für wen hältst du mich? Für so eine Art Superhacker? Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, Wurzeln von Gummibäumen zu durchtrennen? Das ist der ideale Ort, um einen Schatz zu vergraben. Wenn du ein klüger Pirat wärst, hättest du ihn genau da vergraben. Ich, du... Aha! Sehr gut. Nein. Gah! Hier ist nichts. Dankeschön trotzdem. Dankeschön trotzdem für diese super Hilfe. Denn ich kann bestimmt den Gummibaum gebrauchen. Holz fällt, oder nicht? Hey, warum hast du das getan? Du bringst unser Loch in Unordnung. Entschuldigung. Ich wollte immer schon ein Holzfäller sein. Ach, ich verstehe, was ich machen muss. Ich glaube, ich will keine Gummibäume in meiner Hose mehr. Ich lasse ihn hier. Ah, ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Ich bin fertig hier. Okay, ihr könnt alle euch verpissen. Ich habe nämlich die Idee. Winslow hat natürlich recht. Ja, 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 ja. Schnauze. Wohin? Ich muss mal wieder meinen Mast zerstören lassen. Diesmal aber möchte ich den mit dem Gummibaum reparieren. Wenn du was, sehe ich, rate mir die. So, ich schieße. Huch, da kommt die Kanone und Kugel her. Bam. Nein. Ich muss ihn einfach wieder provozieren. Hey! Du bist echt nervig. Meine Einschätzung deiner Kanonenbedienungsfähigkeiten, ganz abgesehen von deinem Aussehen, Geruch und Intelligenz, ist, dass du in all diesen Kategorien unverkennbar minderwertig bist. Das hat mich echt verletzt. Ja, hoffe ich doch. Gib meinem Mast alles. Jawohl. Nein, nein. Das ist eine Frage des Nachgehens, Sir. Etwas, das so unelastisch ist, wird einen so starken Aufprall einfach nicht aushalten. Wir brauchen mehr Flexibilität, wenn wir es ihm wirklich zeigen wollen. Aber Kopf hoch, Sir. Wenigstens werden wir wieder diese liebliche Anemone sehen. Weißt du denn, da hinten ist noch eine Tür. Wie schön. Es löst sich langsam alles in Wohlgefallen aus. Kurs auf die... Ja, Sir. So, die Anemone sehen wir natürlich wieder. Diesmal aber mit einer besonderen und... besonderen bitte. Ich hoffe, das klappt. War jetzt wieder viel Geraterie. Ne? Wenn man mal als Pirat rangeht. Mir gefällt eigentlich meine Hakenhand soweit ganz gut. Muss ich ja mal sagen. So, Anemone, mach dich schon mal klar und bereit. Ich habe nämlich ein anderes Holz für dich. Bitte, wenn das geht. Ich schon wieder. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Ich habe einen Baum gefunden, mit dem du meinen Mast reparieren kannst. Okay. Ich brauche schon wieder einen neuen Mast. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich genau den passenden Baum auf einer kleinen Insel nördlich des Gelato-Felsens gesehen habe. Ach, wirklich? Das sehe ich mir an. Sehr gut, danke. Hey, du hattest recht. Ich habe noch nie zuvor einen Gummibaum als Mast verwendet. Aber es hat wunderbar geklappt. Dein Schiff ist bereit und so gut wie noch nie. Dankeschön. Ich brauche heute... Sei doch nicht so abweisend. Nein, 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 Anemone. Nein. Definitiv nein. Oh, wegen einer Sache wieder 15 Minuten draufgegangen ist. Unfucking fassbar. Aber immerhin, wir können uns jetzt dem McGillicuddy stellen und den Beluga zurückholen. Den Gott, die Göttin, der Oberhaupt, die Oberhäuptin dieser Zivilisation hier. Ich bräuchte Laufschuhe. Der Guybrush ist immer so langsam. Willkommen zurück. Ja, 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 spar dir den Atem. Genau. Yes. Wenn du weißt, was gut für dich ist, solltest du dich lieber um deine eigenen Angst. Ja, ja, ja. Sehe ich aus wie jemand. Rate mir die rituellen Worte. So, McGee, da ist schon wieder eine Kanonenkugel. Hey, Ratze. Du bist so schwach. Ach so. McGillicuddy? Du bist so schwach, es sollte McGillipatty heißen.
Du gehst mir auf die Nerven, Threepwood. Bist du es nicht leid, stets zu verlieren? Oh, dieses Mal habe ich nicht vor zu verlieren, Seetanglutscher. Zeig mal, was du kannst. Boing. Nein! Mein Schiff! Verflucht, Threepwood! Nimm das! Ich bin Skypress Threepwood, mächtiger Pfarrer! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Das wird dich lehren mit Guybrush. Oh nein, der Meermensch-Anführer! Gut gemacht, Guybrush. Als ich erst einmal unter Wasser war, konnte ich leicht entkommen. Die Vekalians stehen in deiner Schuld. Jetzt ab nach Hause. Gute Darbietung, Sir. Ich wusste, dass Sie einen guten Kapitän abgeben, als ich Ihren Bart sah. Danke sehr, Mr. Winslow. Jetzt sollten wir zu den Jugbait Islands zurück, bevor Elaines Pocken sich ausbreiten können. Die Karte, Sir. Was? Ich, mir gefällt einfach, wie Sie auf die Karte zeigen. Oh, na schön, Mr. Winslow. Warum die Karte? Und in diesem kleinen Kampf, würde ich sagen, sind wir siegreich hervorgegangen und wir machen hier das nächste Mal weiter bei Tales of Monkey Island. Bis dahin.